Da Fug. Also. Hallo. Ja, hallo ihr Lieben. Hier ist wieder eure Scalia. Und heute spielen wir mal wieder den Ladebalken-Simulator 2014. Obwohl er recht schnell lädt. Oh, hier kommen schon Bilder im Hintergrund. Das ist natürlich eines der Features, um uns von dem Ladebalken hier unten abzulenken. Aber wir lassen uns nicht ablenken, auch nicht von diesem Text da unten. Oh nein, jetzt habe ich nicht gesehen, wie sich der Ladebalken bewegt hat. Und es lädt und es lädt. Und mir juckt die Nase und ich glaube, ich muss gleich niesen. Oh, kennt ihr das? Wenn ihr es ankündigt, ihr müsst niesen, dann müsst ihr nicht mehr niesen. Oh, und jetzt juckt mir die Nase. Das ist ein blödes Gefühl. Willkommen zurück zu Sims 3. Oh, mir juckt die Nase, Mann. Das ist doch scheiße. Ich habe jetzt ja endlich wieder Zeit zum Aufnehmen und will jetzt Sims 3 voll viel durchsuchten. Damit wir dann eventuell so bei Folge 100 vielleicht einen kleinen Schlussstrich ziehen können. Oder halt noch weiterspielen und parallel Sims 4 laufen lassen. Ich habe noch keine Ahnung, aber ich habe irgendwie voll Bock auf Sims 4. Aber auch irgendwie überhaupt nicht. Ah! Würde mich mal interessieren, ob ihr da Lust drauf habt, Sims 4 zu spielen. Das kommt ja, soweit ich weiß, im September raus. Ich weiß nicht, ob ich es mir dann schon hole, aber ich glaube mal, es wird bis Weihnachten oder so nicht billiger werden, sondern immer noch beim Standardpreis. Nussbaum, genau, damit wollen wir spielen. Ach nein, jetzt kann man ja hier wieder dieses Zeug anklicken. Fantasybaum, Fantasybaum. Was wollte ich? Ich lasse es jetzt einfach mal und rede lieber ein bisschen mit euch. Also, wie geht's denn so, also jetzt, wo wir mal so zu zweit hier sitzen und ein bisschen reden können? Also, wir müssen jetzt wirklich mal reden. Also, wo war ich stehen geblieben? Sims 4. Sims 4 kommt ja jetzt dann bald raus und man sieht schon auf allen möglichen Let's Play-Kanälen, wie Leute Sims erstellen und dieses Demo eben spielen. Ich habe die ja damals auf der Gamescom angetestet und fand es eigentlich ganz witzig. Allerdings, ja, wie gesagt, dass es halt wieder in eine cartoonige Richtung geht von den Sims, war einerseits ein bisschen enttäuschend, da sie halt wirklich krassen Realismus auch hätten machen können. Allerdings jetzt im Nachhinein glaube ich, dass es doch eine bessere Entscheidung ist, weil Sims einfach nie 100% realistisch sein wird, sondern immer diesen Humor und dieses Comichafte und ein bisschen, ja, over the top, wie wir Fachleute sagen. Also over the top mäßige, wie wir Fachleute sagen. Ja, dass das immer haben wird. Ja, und nochmal die Frage, habt ihr Bock auf Sims 4 oder sagt ihr, ach, lieber hier in Sims 3 unsere kleine Geschichte mit unserer Familie weiterspielen? Weil es machen wahrscheinlich so viele Let's Play-Kanäle Sims 4. Da weiß ich nicht, ob das überhaupt hier viel Beachtung finden wird. Wobei ich auch glaube... Oh, warte, den Pfosten finde ich. Yes, ich habe den Pfosten gefunden. Yeah, was soll ich sagen? Das Gute bei Sims ist allerdings, da ja jeder Let's Player oder jeder Spieler seine eigene Geschichte erlebt meistens. Und das ist nicht wie bei anderen. Ich schaue ja teilweise Let's Plays auch nur wegen den... Entweder ich schaue sie wegen den Geschichten, weil mich einfach die Geschichten der Spiele interessieren. Da ist es eigentlich egal, welchen Let's Player guckt. Da nimmt man dann halt die, deren Stimme gut dazu passt und die das Ganze dann erzählt begleiten. Und bei anderen Spielen, so wie Minecraft oder The Forest oder Sims, kommt es ja dann wirklich eher darauf an, wie derjenige spielt. Weil jeder Let's Player oder jeder Spieler seine eigene Geschichte erlebt. Und da ist dann da... Das ihr im Fokus. Was ist rosa? Was? Rote Azalee. 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 Ha! Guckt euch mal das Pferd an, wie es guckt. So. See what you did there. Und der, die das guckt, einfach nur so. Brrr. Und die hier ist so. Hui! Einhornübergang. Einhorn. Einhorn. Ich bin übrigens am Überlegen, und diese ganzen Erweiterungspacks sind jetzt gerade wieder spottbillig, ob ich mir Sims einfach tierisch hole. Einfach nur, damit wir Einhörner haben können. Musik, kann ich hier die Lautstärke rund... Lautstärke?
Ah, jetzt hört man es nicht mehr. Dann machen wir es halt wieder so. So, wo waren wir denn stehen geblieben? Und warum lädt das Spiel heute so schnell? Und warum läuft das so flüssig? Ich bin total erstaunt. Wir haben jetzt ein zweites Badezimmer mit Dusche. Ach so, das wird repariert. Ja, dann bade mal. Und dann futter mal was. Ist das Thriller? Oh Gott. Nicht, dass ich hier irgendwie Copyright-Probleme kriege. Sims Spiel. Das ist nicht so geil von dir. Stopp. Stopp, 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 stopp. Ich muss jetzt hier erst einmal gucken, was die Lage ist. Okay, Oma macht dann Pfannkuchen. Oder haben wir Reste? Reste essen. Carbonara zum Frühstück. Warum nicht? Warum nicht? Ralf säubert gerade irgendwas. Nee, der verbessert Objekte. Und er will Gespenster sammeln. Ist er denn jetzt Ghostbuster? Er ist Ghostbuster. Geil! Okay, ich habe keine Ahnung, wie wir das alles machen können, was hier ist, aber egal. Er soll dann mal die Rechnung bezahlen. Und dann vielleicht mal ein bisschen Logik lernen. Weil er ist ja so ein unlogischer Typ. Typus Ralphus Maximus. Wo kann er denn Logik lernen? Haben wir ja irgendwie eine Terrasse oder so auf einmal? Wäre schön gewesen, weil da hätten wir dann irgendwas hinstellen können, womit man hier so Logik machen kann. Was will er hier? Jemanden online kennenlernen? Nicht schon wieder! Na gut, dann soll er mal ein bisschen... Ah nee, es gibt hier diese ganzen... So, alles wieder gut. Es gibt hier diese ganzen Logikunterricht. Das soll er dann machen. Oma ist beschäftigt. Chantal wird in einem Tag erwachsen. Oh. Und sie hat immer noch niemanden verprügelt und noch keine Feinde gesammelt. Die hat einen Job? Ah ja, die hat einen Job. Hat die ihre Hausaufgaben schon gemacht? Oh, the fuck? Ja, dann soll sie ein bisschen durch die Gegend stromern. Und soll sie mal gucken, ob sie hier wieder Leute finden kann, die sie verprügeln kann oder so. Johnny schläft. Der Langschläfer. Na gut, es ist aber auch Sonntag. Und der soll dann als allererstes mal auch ein bisschen was futtern. Den Surprise-Topf. Emily. Was kann Emily machen? Bett machen. Das ist eine gute Idee. Kann sie das nicht machen? Ah doch, hier, Bett machen. Und dann soll sie hier ins Bad benutzen und dann duschen. Weil es dauert ja, glaube ich, noch ein bisschen, bis Ralf da fertig ist. Oh nein, Ralf, du musst schneller fertig werden, damit Emily duschen kann. Mist, das wird sich nicht ausgehen. Dann soll sie das Bett hier auch noch machen. Wow, hier die Entstehung des Universums. Passiert? Sieht ganz so aus, als hättest du deine Nein! Ralf! Was kannst du eigentlich? Ich bezahle sie doch in einer Minute. Nein, nicht der Gerichtsvollzieher. Ralf, lauf! Schnell! Bezahl die Rechnungen. Vielleicht können wir das Unglück noch abwenden. Nicht kotzen! Oh nein, oh nein. Du Lama, du Altes. Nein. Ich will keine neuen Freundschaftsanfragen. Ralf? Oh nö.
Ja, natürlich. Dann flieht er erstmal. Kannst du duschen? Ja, du kannst duschen. Dann, was kann Emily machen? Wann wird denn die... Haben wir Alterung überhaupt an? Ich muss mal gucken. Optiones! Ja, Alterung ist an. Ich überlege mal, ob wir den freien Willen noch einstellen sollen. Naja, egal. Na gut, dann werden die bald alt. Ist ja schön. Oder auch nicht. Wer ist... Ach, da ist Oma. Was kann denn Emily mal machen? Können wir mit der nicht irgendwie auch die Nachbarschaft mal ein bisschen terrorisieren? Kann die nicht einfach mal hier die Müllhalde besuchen? Einfach nur so. Wo ist denn Chantal? Die steht da rum. Oh, hier steht noch jemand rum. Oh, ein Star. Fast so ein Star wie Oma. Hallo du, ich hab dich im Radio gesehen. Ja, so. Ja, schon. Alter, lass mich mit dir reden. Wichser. Hast du mich gerade angelabert? Ich mach dich kaputt. Lauf ich Schlittschuh. Oh, da sind noch mehr Menschen. Moment. Wir brauchen Feinde. Die sind dann alle nur total eifersüchtig auf Chantals Fame. Wenn sie irgendwann mal ein Star wird, mit ihren ganzen Feinden. Voll die Logik. Brüllen wir den einfach mal random an. Stellt euch das mal vor. Ihr seid im Park und auf einmal kommt jemand angelaufen, begrüßt euch und schreit euch an, wie scheiße ihr seid. Du bist so leer, du bist eine leere Sprechblase. Streiten. Alter, du Polizeisirene, ich hasse dich voll. Mann! Kämpfen! Du bist jetzt mein Freund. Bist dich! Cool. Was haben wir hier? Hank anbrüllen. Bist du Hank? Anbrüllen!